Wahrheit gesagt. Nicht gedacht. Hm, okay, gut, jetzt müssen wir die Banditen finden. Schauen wir doch mal. Wo sollen wir. Was? Das sollen wir alles durchsuchen? Was hatte der gesagt gehabt? Warte, ich muss mal das Journal öffnen. Töte die Banditen. Erledigt. Okay, okay, wir müssen die Banditen finden. Soll ich Franz hier lassen? Ey, kann ich mich hier ausruhen, bis es Tag wird? Ist das okay für die? Verdammt! Ja, kann ich machen. Sehr schön. Ich leg mich kurz schlafen, Leute. Weil im Dunkeln durch den Wald zu streifen ist nicht so schlau. So. Jo, und während wir am Schlafen sind, könnt ihr mir mal in die Kommentare hauen, wie ihr so bis jetzt das Projekt Kingdom Deliverance findet. Ist halt mega geil, immer noch, finde ich. Die Story, finde ich, hält mich schon noch dran. Ich verstehe, wenn Leute sagen, es gibt halt auch wirklich ein paar Leute, die sagen, hey, das ist mir ein bisschen zu trocken und so, und, aber mir gefällt es halt wirklich, weil ich finde, es ist schon extrem real gehalten, ne? Also das ist auf jeden Fall ein riesiger Pluspunkt. Und man will halt auch wirklich wissen, wie es weitergeht in der Story, ne? Und haut mir doch mal in die Kommentare rein, wie ihr das Spiel so findet. Und ja, würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Wir sind noch ganz leicht überladen, aber das ist jetzt mal nicht so schlimm. Ne, da können wir die Äpfel stehlen. Aber sieht ja keiner. Sehr schön. Essen wir noch schnell was? 15 Äpfel. Ganz nice. So. Wir sind gesättigt. Ein bisschen überladen, aber das gibt uns auch Kraft, denke ich mal. Lasst nochmal schnell schauen. Hier haben wir bei der Hauptstufe noch was. Wir sind jetzt Stufe 4, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Nahkampf, Kampf. Kampf, Verteidigung, Axt, Schwert, Schwertkampf. Stumpfer Schlag, erlernen. Zornhau. Stumpfer Schlag, Abfolge. Zuerst zuschlagen. Ah, das sind Kombos. Interessant. Komm, wir erlernen den hier mal. Sehr gut. Ah, hier haben wir noch was beim Schwert. Ah, ne, das war ja eben gerade gewesen. Kampf ist, glaube ich, allgemein, ne? Das ist allgemein gehalten, ja. Okay, nee. Fertigkeiten. Da können wir auch noch. Reiten. Oh, was man hier alles skillen kann. Guckt euch das mal an. Kräuterkunde, da kann man dann noch schmieden, reparieren. Alchemie, Heimlichkeit. Finde ich geil. So ein bisschen auf Assassinen machen, ne? Das Leben ist hart. Der Ruf des Mannes. Wenn du schmutzig bist, hast du bei Gesprächen mit Frauen 50% mehr Charisma. Da kann man was rausholen. Frischluft nach dem Kerker? Aufgedreht. Deine Energie sinkt um ein Viertel langsamer, weswegen du länger ohne Schlaf auskommst. Das finde ich gut, das machen wir. Bei Jagen können wir noch ein bisschen was. Trophäenjäger, Geweihe. Du kannst erlegte Wildtiere das Geweih entfernen. Machen wir auch, komm. Finde ich cool, weil Jagen finde ich ist eine coole Sache. Jetzt wird gerade Tag. Franz Ferdinand lasse ich auf jeden Fall hier im Dorf, so aus Sicherheit und so. Weil ich glaube, den kann man, die Pferde kann man hier halt auch erledigen. Ey Leute, ich will gerade schnell ein bisschen Gepäck loswerden. Weil das ist mir schon ein bisschen viel. Machen wir hier mal nach Gewicht sortieren. Rüstung. Okay. An der Stelle, nee, das mache ich gleich. Ich will jetzt aber schnell mal das ganze Zeug hier loswerden. Warte, was mache ich denn hier überhaupt? Warte, hier, genau. Nach Gewicht. Nee, das ist der Wert. Wo war nochmal das Gewicht gewesen? Zustand? Ausrüstung? Anzahl? Hä? Wo war denn nochmal Gewicht? Gewicht, hier. Das ist schwer. Das Schild ist schwer. Oh, wir haben ja noch das Schild. Das will ich wieder anziehen. Das können wir gut brauchen im Kampf. Oh, das ist aber richtig schön viel wert. Das will ich nicht loswerden. Die auch. Oh, was die wert sind. Mann, wir brauchen einen Händler. Hier, die sind gestohlen. Die lassen wir mal fallen. Nadel. Das ist voller Blut. Das müssen wir mal waschen dann. Dieser Kopfpolster. Fackel will ich auf jeden Fall aufhalten. Na, dieser Wappenrock ist sowieso hässlich. Den lassen wir mal los. Yes, wir haben wieder Platz. Gut. So, jetzt haben wir auch unser Schild wieder, glaube ich. Ja, haben wir. Mit dem ist es ein bisschen einfacher zu blocken. Kann man eigentlich auch zwei Schwerter benutzen? Also in jeder Hand eins? Das würde ich auch gerne mal wissen.
Genau an der Stelle habe ich jetzt mal eine Frage an euch. Kommt jetzt zwar ein bisschen spät, aber ich wollte jetzt mal fragen, obwohl das ist inzwischen jetzt auch schon der zweite Part, den ich wahrscheinlich mache. Ich schneide das ja, das Video. An der Stelle wollte ich mal fragen, was ihr davon haltet, wenn ich nur jeden zweiten Tag ein Video von Kingdom Come Deliverance rausbringe, aber dafür ungefähr 50 Minuten lang. Oder soll ich wirklich wie immer jeden Tag ungefähr 25 Minuten lang? Das müsst ihr meine Infocard, die jetzt gerade hier da oben links wurde jetzt aufploppt. Würde ich gerne, wenn ihr das mal abstimmt. Würde mich mal interessieren. Soll ich jeden zweiten Tag und dafür ungefähr eine Stunde oder nur jeden oder jeden Tag und dafür eine halbe Stunde? Ihr checkt das ja, ne? Stimmt mal in der Infocard ab. Würde mich mal interessieren. So, jetzt müssen wir aber trotzdem noch diese zwei Räuber finden. Hatte der noch irgendwas gesagt, wo die sein könnten? Zwischen ihm und den Nachbarn. Ja, das sind ja die Nachbarn, also hier irgendwo. Diese Banditen. Scheiße, das kann jetzt schon ein bisschen dauern. Lasst mich jetzt mal schnell mal ausprobieren. In die Satteltasche stecken. Ich habe ja mein Pferd gar nicht da, wie soll denn das gehen? Guck mal, ich tue das Schwert mal ausziehen. Kann ich Zweihand? Guck mal hier. Nebenhand, doch, das geht. Ah, das andere haben wir ja fallen lassen, leider. Das kann man nämlich nicht in die Hand stecken, ne? Das ist ein Zweihandschwert wahrscheinlich. Das kann ich auch nicht so rüberziehen. Vielleicht müssen wir das noch erlernen, mit zwei Waffen zu kämpfen. Okay. Nicht so schlimm. Ich hole mal meinen Bogen zur Vorsichtshalber raus. Vielleicht auch unterwegs ein bisschen jagen. Dann können wir ein bisschen Schießen üben. Wir haben ja wieder 80 Pfeile, glaube ich. Aber ich glaube, hier ist auch kein Jagdgebiet ungefähr. Jetzt müssen wir die Ohren aufspitzen. Aber wenn hier Banditen sind, die reden sich ja wie das letzte Mal. Ich weiß halt auch überhaupt nicht. Jetzt laufe ich ja fast den Weg schon entlang. Ich guck mal hier in der Mitte auf dieser Lichtung, gucke ich mal nach. Ich muss ein bisschen mehr nach Nordosten laufen. Ich folge der Sonne. Ganz ruhig. Wieso kann ich denn jetzt keinen Pfeil rausholen? Seht ihr? Das meine ich. Wieso geht denn das jetzt nicht? Ah, ich habe gar keine Pfeile drin. So. Ja, aber die sind mega stark, die Dinger. Ah, verdammt. Hab's versaut. Kann ich ihn wieder mitnehmen? Ja. Okay. Ach, wir sollten lieber mal Ausschau nach diesen Banditen halten. Wo könnten die denn sich verstecken? Ob die hier ein Lager aufgeschlagen haben oder in irgendeiner Ecke hocken. Mann, das ist aber auch ein Riesengebiet. Warte, ich lese nochmal den Quest durch. Einer der Köhler verriet mir, dass es unter den Köhlern Zwillinge... Ah, das kenne ich schon. Töte die Banditen. Ja, aber steht wirklich gar nichts wirklich. Shit. Ich hätte nochmal mit ihm reden sollen vielleicht. Er hat nur gesagt, zwischen den ihren Lager und den Nachbarn. Wir haben auch schon wieder Hunger. Ach Gott, der ist eine Fressmaschine hier, der Heinrich. Unglaublich. Wo könnten die nur stecken? Mann, wieso tut er denn keinen Pfeil automatisch? Haben wir nur einen Pfeil gehabt, oder was? Ah, wir haben nur einen Pfeil, deswegen. Verdammt. Stimmt. Och, mega schade. Ja, dann hebe ich mir den für die Banditen auf. Wenn ich die im Hintergrund, wenn ich die finde, kann ich den ersten Schuss mit einem Pfeil machen. Und der macht ja richtig Schaden mit 130. Ich könnte einen Happen vertragen. Vor allem, wenn ich dann, muss aber auch treffen. Ja, Heinrich. Hier. Hast einen Apfel. Vitamine.
Hier haben wir ein Lager. Das könnten die Banditen sein. Sag mal her. Grüß dich, mein Guter. Darf ich dir eine Frage stellen? Frag. Und danach frage ich dich etwas. Ach ja? Nun gut. Wir suchen nach Rotschopf, einem Stallburschen von einem Gestüt in der Nähe. Hast du ihn gesehen? Oh, wir haben Zeit. Was für ein glücklicher Zufall, ich suche ihn. Ich kann euch nicht helfen. Ich erledige die, Alter. Ohne Scheiß. Kenne ich nicht. Ich komme nicht mal aus diesem Teil des Landes. Ein Jammer. Wir machen uns Sorgen um ihn. Können ihn aber nirgends finden. Ich kenne ihn wirklich nicht. Aber an eurer Stelle würde ich die Köhler fragen. Oh, gewiss. Danke für den Ratschlag. Soll ich die erledigen? Habe ich eine Chance gegen die? Verdammt, die sind sicher stark, nicht? Der schläft. Was mache ich? Was hast du hier zu suchen? Let's go. Nein! Okay, okay, okay. Schwert rausholen. Hol das Schwert raus. Oh nein! Keine Chance, keine Chance, wir haben keine Chance. Hätte ich nicht machen sollen, tut mir leid. Okay, wir sind verblutet. Oh. Wieso sind wir so schwach? Das regt mich auf. Oh, wir haben Dorf abgespeichert, gell? Ich nehme Franz Ferdinand und reite mit dem da hoch. Ist mir egal, ich weiß ja jetzt, wo die sind. Ich muss mit denen reden, keine Chance. Scheiße! Mann, das regt mich auf. Hat's am Morgen gespeichert oder? Warte, noch eine Zeit gucken? Nee, am Abend. Wir haben es Abend. Ah, ich muss mich nochmal schlafen legen. Jetzt muss ich das ganze Zeug nochmal einstellen. Also. Schild ausrüsten. Schnell was essen. Okay. Was heißt denn dieses Zeichen da unten? Ist der Totenkopf, dass wir gerade gestorben sind? Äpfel noch stehlen, das... Himmel, pass auf, wo du hingehst. Ich dachte, er hat das gemerkt. Also lasst uns schnell nochmal kurz hinlegen und schlafen. Bis zum Morgen, können es ruhig ein bisschen heller machen lassen. Ah! Okay, ich muss mir jetzt einfach merken, solange wir nicht wirklich gut im Schwertkampf sind, ich greife keine Leute mehr an. Hier macht es halt wirklich aus, ob man was drauf hat oder nicht. Mann, 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 das regt mich richtig auf. Okay, egal. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. So, jetzt haben wir 7 Uhr morgens. Um die Uhrzeit gehe ich manchmal schlafen. Aber gut. Nee, so früh gehe ich. So spät gehe ich auch nicht schlafen. Oder so früh. Also so 2, 3 Uhr manchmal, wenn ich Videos für euch mache. Jetzt schnell noch was essen. Jetzt haben wir keinen Hunger mehr. Und jetzt müssen wir gerade noch ein bisschen was fallen lassen hier. Was war denn das gewesen? Was wir fallen lassen wollten. Jetzt mal nach Wert sortieren. Nee, nach Gewicht. Das ist halt viel wert, das Zeug hier. Fackel? Nee, was war denn das? Hier dieser Wappenrock, der war nicht viel wert gewesen, genau. Ah, mit X kann man es fallen lassen. Müssen aber noch was. Das Ding hier, nee, das ist viel wert. Lederhandschuhe, die sind auch gut was wert. Was war denn das nochmal? Ja komm, ich lass das Ding mal fallen, das ist auch hässlich. Ah Mann, wir müssen noch mehr. Ach komm, wir lassen die Fackeln jetzt fallen. Wir gehen eh nicht in der Nacht. Was haben wir noch? Ah, das eine Ding, was gestohlen war, oder? Genau, hier die Lederstiefel. Ja, jetzt ist gut. Wobei, die hätten noch anziehen können, die Lederstiefel. Ach komm, egal. Haben wir hier ein bisschen Wasser? Wo wir uns waschen können? Jetzt können wir noch was essen hier aus dem Topf. Wir haben da sicher nichts dagegen. Pass etwas besser auf. Man kann sich nämlich an so einem Wasserkrug waschen, dann haben wir auch mal diese Narben und diese Blutflecken alle mal weg. Egal, wir müssen ja eh zu den Banditen. Also, auf zu Franz. Hast gut geschlafen, mein Junge. Du musst auf der Karte markieren. So, wo war das? Das war ziemlich genau hier, ne? Also gut. Let's go! Der hier. Warte mal. Der hat doch gerade gesagt, hey, pst. Zeig mal her. Gott sei mit dir. Aha. Nee. Ich hatte doch keine Chance gegen die Banditen.
So gut bin ich noch nicht im Schwertkampf. Ey, sobald ich wieder in Ratai bin, Leute, übe ich mal ein bisschen Schwertkampf. Ohne Scheiß. Es kann nicht sein, dass wir so schwach sind. Wir haben zwar vom Bernhard... War das der Bernhard gewesen? Nee, ich glaube nicht, das war der andere. Ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt. Der hat uns zwar gezeigt, wie alles gut funktioniert, aber wir sind einfach noch zu ungeübt da drin. Wirklich, zu ungeübt. Dum, dum, dum. Wir sind auf jeden Fall richtig. Jetzt hier irgendwo müsste das Lager gleich kommen. Ein bisschen weiter nach Osten halten. Ich glaube, ich schlage jetzt hier links ein. Komme ich halt von oben, glaube ich, rein. Ich habe keine Chance gegen die Banditen, oder? Ja, aber wir müssen die ja erledigen. Oh, die sind gar nicht da. Wartet mal. Können wir noch ein bisschen Schlossknacken üben? Bevor die kommen. Was haben wir denn hier? Auch nicht besonders viel. Verbände. Wiegt auch nicht so viel. Leinenhemd, Knüppel, Fackel, braune... Nö. Nicht so besonders. Hier kann man sich schlafen legen. Ah, das speichert doch ab, wenn man schlafen... Das will ich jetzt mal gucken. War doch so gewesen, oder? Das speichert ab. Legen wir uns mal eine Stunde hin. Nee, das speichert nicht ab, wenn wir uns schlafen legen. Sonst wäre das ja vorhin auch abgespeichert. Hm? Scheiße. Die sind jetzt sicher hier im Dorf. Vielleicht spalten sie dir aber auch den Schädel. Das würden sie nicht wagen. Nee, das hat nicht gespeichert. Genauso wenig wie die Feiglinge beim Gestüt. Das war was anderes. Es war Nacht, wir waren viele und Wicht war dabei. Gibt nicht viele, die die Eier haben, sich ihm entgegenzustellen. Komm schon, schneller. Aber wie? Ja. Komm schon. Dafür wirst du büßen. Der ist viel zu stark. Muss bleiben. Ich muss einen hinkriegen. Du bist tot. Scheiße. Das sind zu viele. Nein! Oh, tut mir leid, Leute. Oh, scheiße, Mann. Ich dachte jetzt aus dem Hinterhalt, es geht, alles klar, alles easy peasy, aber nein. Verdammt. Was mache ich denn am besten? Das regt mich gerade richtig auf. Ja, seht ihr, es hat nicht gespeichert, verdammt. Oh. Gegen zwei haben wir keine Chance. Kannst du sagen, was du willst? Die sehen geil aus, die will ich anziehen. So. Dafür werfe ich die weg. Keine Ahnung. Ich lasse das jetzt erstmal so. Nee, ich muss ein bisschen was loswerden. Danach müssen wir unbedingt wieder nach Ratai und was verkaufen. Ganz ehrlich. Komm, ich lasse jetzt das fallen, ist mir egal. So, jetzt ist gut. Jetzt lege ich mich kurz schlafen. Ach, die pennen alle schon. Nee, komm, steh mal auf, ich will mich schlafen legen. Wieso geht denn das jetzt nicht? So. Oh. Können wir nicht irgendeinen mitnehmen, der uns hilft? Wir brauchen einen Begleiter, Mann. Irgend so eine Bulldogge oder so. Keine Ahnung. Oder irgendein Typ, der uns helfen kann. Ah, die Zeit rennt uns auch davon. Das will ich auf jeden Fall noch schaffen mit den Banditen. Oder wir lügen halt und sagen, hey, die sind erledigt. Wo ist der? Hm? Könnten wir auch machen. Ja, mal gucken. Vielleicht können wir auch einen mitnehmen, der uns hilft. Schnell was essen.
Und ich würde es ja essen. Den einen haben wir echt gut. Gegenstand kochen, reden. Sag mal her. Gott sei mit dir. Ja, das bringt uns nichts. Ich will jetzt hier Banditen erledigen, aber ich schaff das nicht so einfach. So, schnell das Schloss knacken. Vielleicht finden wir hier irgendwas Gutes. Nicht wirklich. Ziemlich genau dasselbe. Na, lassen wir mal. Oh, wartet mal. Den will ich erledigen jetzt. Ernst jetzt? Toll. Ah, lassen wir das. Ich muss mit den Banditen reden. Ich hab da jetzt keine andere Möglichkeit. Das will ich auf jeden Fall jetzt noch machen. So, hier ist das Lager. Ich kann die aber nicht angreifen. Oder soll ich die vom Pferd aus angreifen? Nee, das bringt nicht. Oder soll ich Bernhard fragen, ob der mir hilft? Nee, der kommt nicht mit. Der ist sowieso am Arsch von der. Guck mal, wo ist denn der überhaupt? Zeig mal. Ist das weit weg? Ja, natürlich, das ist da unten. Das ist extrem weit weg. Nee, das können wir nicht mehr machen. Die Zeit habe ich nicht. Vor allem runterporten kann ich mich zwar, also mit der Schnellreisefunktion, aber nicht mehr hoch. Das müsste ich dann alles laufen. Und ich will das ohne dem seine Hilfe schaffen. Wir haben auch noch 5 Minuten. Also, soll ich jetzt nochmal probieren, die anzugreifen? Oder soll ich mit denen reden? Ich weiß es nicht. Ich könnte es auch ins Dorf locken, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich mach das, ich lock die ins Dorf, genau. Also, probieren wir das. Sind die da? Nee, die sind gar nicht da. Müssen wir kurz warten? Oder wie? Komm, wir warten mal schnell. Eine Stunde. Und dann lock ich die ins Dorf mit dem Pferd. Ich hoffe, die im Dorf helfen mir, aber ich denke schon. Das ist eine gute Idee. So. Die sind immer noch nicht da. Also nochmal eine Stunde warten. Oder ist es schon zu spät? Und die sind jetzt irgendwie auf Jagd oder so und suchen den Rotschopf. Oh, ich hoffe nicht. Und ich muss die jetzt doch im Wald suchen plötzlich. Die sind nicht da. Scheiße. Also komm, Franz, bleib mal hier. Ich muss die suchen. Gut, wenn die im Wald sind, sind sie vielleicht getrennt voneinander. Das könnte natürlich auch sein. Die sind hier irgendwo. Nee, ich warte lieber. Das bringt mir nichts. Ich warte. Also warten wir nochmal. Nur 3 Stunden warten. Das will ich noch schaffen. Wer bist du? Ja. Grüß dich, mein Guter. Ja, du darfst mir eine Frage stellen. Und danach frage ich dich. Ach ja? Also, ich kann euch nicht helfen. Was für Zufall, ich suche ebenfalls nach ihm. Komm, ich mach das jetzt mal. Ich wollte euch gerade dasselbe fragen. Ich suche ihn auch. Jammer schade, dass ihn bisher keiner von uns gefunden hat. Aber Gott sei Dank habe ich euch gefunden.
Ihr beide könnt mir doch sicher etwas über Neuhof erzählen, oder? Natürlich. Wir können dir gern ganz bildhaft zeigen, nein! Was vorgefallen Scheiße! Ist. Nein, 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 nein! Ich will auf mein Pferd. Geht das? Komm schon. Los! Kommen die nach? Ja. Sehr schön. Einen Moment kurz. Ich will schnell den Ort markieren. Die kommen noch nach, das ist gut. Jetzt locke ich die ins Dorf. Tipptopp. Wenn das funktioniert, ist alles super. Zum Glück konnte ich während dem Kampf auf Franz aufsteigen. Kommen die noch? Ja. Oh, verdammt, geht's hier runter. Nein! Na, kommt schon. Hier bin ich. Da! Was hast du hier zu suchen? Wer ist das denn? Was denn hier los? Nein! Was denn hier los? Das wird eine Freude! Okay, okay, okay. Ganz ruhig! Ganz ruhig! Shit, wir müssen hier weg! Wir müssen hier weg! Wir müssen hier weg! Lauf, ich kann nicht rennen. Keine Chance. Was war das denn gewesen? Das nennst du kämpfen. Und jetzt? Ich schaff das nicht. Wir haben eine Blutung. Keine Chance. Oh, leck mich doch am Arsch. Ja gut, Leute. Tut mir mega leid. Ich wollte es ins Dorf locken, aber keine Ahnung, was das eben gerade da war. Irgendein Aufstand oder so. Na gut. Ich muss mich an der Stelle jetzt leider verabschieden, sonst wird das Ganze jetzt zu lang. Ich werde auf jeden Fall beim nächsten Part probieren, die irgendwie ins Dorf zu locken oder zu erledigen, mal schauen. Und trotzdem vielen Dank, dass ihr bisher eingeschaltet habt und vielen Dank, dass ihr mich so tatkräftig unterstützt. Vergesst nicht abzustimmen von wegen einer Stunde eine Folge oder jeden Tag dafür nur eine halbe Stunde. Und ansonsten will ich sagen, Leute, habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und euer Nier. Haltet die Ohren steif und ciao.